Hey, schön, dass du hier bist. Hier ist dein Coach Steffen. Ja, wie schön wäre es, oder, wenn man negative Gefühle wie Wut, Stress oder auch Ärger und Frust so schnell auflösen könnte, wie es nur geht. Wenn man auf einen Knopf drücken könnte und ups, alles ist weg. Das Schöne ist, im Endeffekt funktioniert das sogar. Es gibt eine Technik, die nennt sich die 90-Sekunden-Technik. Und mit dieser Technik, die ich dir jetzt in diesem Video auch vermitteln werde, kannst du tatsächlich alle diese negativen Gefühle wie eben Wut oder Stress sehr, sehr schnell auflösen. Diese Technik ist nicht von mir, ich habe sie nicht selber erfunden, sondern ich habe sie von einer Wissenschaftlerin, einer Gehirnforscherin gelernt und habe sie über Jahre jetzt schon angewendet, sehr oft sogar, und kann dir tatsächlich sagen, das funktioniert tatsächlich. Ich habe es am Anfang selber nicht geglaubt. In den allermeisten Fällen funktioniert es für mich. Du kannst also eigentlich nichts verlieren, du kannst nur gewinnen. Probier es aus, es ist ein Versuch auf alle Fälle wert. Und deswegen lass uns sofort starten, damit ich dir diese Technik vermitteln kann. Los geht's! Um zu verstehen, wie diese 90-Sekunden-Technik zum Auflösen von Wut, Ärger, Stress und Frust funktioniert, müssen wir vielleicht ganz kurz zurückgehen auf einen österreichischen Psychotherapeuten, eine sehr, sehr bekannte und berühmte Persönlichkeit namens Viktor Frankl. Der hat übrigens tolle Bücher geschrieben. Und Viktor Frankl hat mal einen ganz besonderen Satz gesagt, wie ich finde. Und dieser Satz heißt: Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Das bedeutet, wenn du einen Reiz hast, es kommt irgendjemand, der sagt dir irgendeinen blöden Satz, der beleidigt dich oder was auch immer. Also du hast einen Reiz und jetzt hast du sofort eine Reaktion, das heißt, du schreist die Person an oder du bist beleidigt oder du bist traurig, brichst in Tränen aus oder irgendwas. Du hast also eine Reaktion zwischen diesem Reiz, der von außen kommt, und deiner Reaktion, die aus deinem Inneren kommt. Zwischen diesen beiden Komponenten gibt es tatsächlich einen Raum. Und dieser Zwischenraum zwischen Reiz und Reaktion ist in Wahrheit die Freiheit unseres Lebens. Denn wir können ja tatsächlich nicht bewusst entscheiden und kontrollieren, was für Reize von außen kommen, oder? Es gibt Menschen, die sagen Dinge, die tun Dinge, es passieren Schicksalsschläge und Dinge im Leben, die können wir nicht beeinflussen. Aber wir haben einen Einfluss eben auf diesen Raum bis zu unserer Reaktion. Und genau da setzt diese 90-Sekunden-Technik eben auch an. Was ist diese 90-Sekunden-Technik? Also, ganz kurz zur Erklärung. Diese Technik ist von der Gehirnforscherin Dr. Jill Taylor. Und diese Gehirnforscherin hatte in ihrem Leben mal einen sehr schweren Schlaganfall. Und durch diesen Schlaganfall ist sie wirklich auf eine neue Bewusstseinsstufe gekommen und hat für sich gelernt tatsächlich, wie sie diese negativen Gefühle von Frust, von Wut, von Trauer, von Ärger und so weiter tatsächlich auflösen und transformieren kann. Und sie hat umfangreiche Studien dazu auch angestellt und hat herausgefunden, dass tatsächlich diese Gefühle wie Ärger oder Wut oder eben auch Stress tatsächlich sich innerhalb im Körper von 90 Sekunden selbst wieder auflösen. Das heißt, der Körper reguliert diese Gefühle, die ich dir gerade gesagt habe, innerhalb von roundabout 90 Sekunden selbst. Jetzt, wenn du sagst, naja gut, aber ich habe doch manche Gefühle, die habe ich doch einfach länger. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da kann ich mich jetzt hinsetzen, aber trotzdem sind doch diese Gefühle länger. Tatsächlich ist es in den Studien rausgekommen, und das kann man heutzutage durch bildgebende Verfahren und durch biochemische Verfahrensanalysen eben auch feststellen, dass wir etwas aktiv tun müssen, um diese negativen Gefühle tatsächlich länger zu empfinden. Das heißt, wir müssen diese Gefühle bewusst verstärken, damit sie länger in uns bleiben. Und das ist ein super interessanter Punkt, denn wenn du verstehst, wie wir manchmal diese negativen Gefühle wie Stress und Ärger oder eben auch Wut festhalten und verstärken, dann lernst du auch, wie du über die 90 Sekunden das loslassen kannst. Also, wichtig ist nochmal, wenn der Reiz kommt, dann ist das Allerwichtigste erstmal, und das ist der erste Grundsatz bei dieser 90-Sekunden-Regel, erstmal keine weitere Reaktion. Was machen die Menschen falsch? Es kommt irgendein Reiz von außen, irgendein Stressfaktor, irgendetwas, was dich ärgert oder wütend macht, und die Leute fangen jetzt im ersten Schritt an, zum Beispiel das zu unterdrücken und zu verdrängen. So nach dem Motto, ach, habe ich gar nicht gehört. Ach, das lasse ich jetzt an mir abhellen. Ach, da stehe ich drüber. Ach, da höre ich gar nicht hin. Das heißt,
du drückst das an der Stelle praktisch weg. Und alles, was du wegdrückst, kriegt mehr oder weniger Energie von dir. Was würdest du sagen? Wenn ich etwas wegdrücke, kriegt es mehr oder weniger Energie von mir? Natürlich mehr. Ich brauche Energie, um es wegzudrücken, oder? Es ist anstrengend, negative Gefühle, negative Menschen oder was sie gesagt haben, wegzuschieben, wegzudrücken. Das heißt, wenn du Energie auf etwas gibst, dann folgt auch deine Aufmerksamkeit dem. Das heißt, du fütterst das und somit machst du es stärker. Das heißt, wenn irgendjemand etwas Ärgerliches sagt oder etwas, was dich eigentlich ärgert, in dem Moment, wo du es versuchst wegzudrücken oder zu ignorieren, gibst du noch mehr Aufmerksamkeit drauf, du verstärkst es, du fütterst es und du gießt praktisch Öl ins Feuer und machst es damit noch präsenter in dir. Und somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es noch länger als 90 Sekunden echt empfinden wirst, relativ hoch oder fast bei 100%. Man kann solche ärgerlichen Dinge oder auch Stress nicht nur 90 Sekunden, sondern 90 Minuten, 90 Tage, ja, manche Menschen gefühlt 90 Jahre lang in sich behalten. Aber das muss man aktiv wirklich tun. Das heißt, wenn du dich länger als 90 Sekunden über die gleiche Sache ärgerst oder unter Stress gesetzt fühlst, dann ist das etwas, was du selbst entschieden hast, was du selbst gemacht hast. Das heißt, du hast es selbst verstärkt. Okay? Und diese Verstärkung ist die Unterdrückung, das Wegschieben. Okay? Das ist der erste Fehler. Der zweite Fehler, der oft passiert, ist, dass wir versuchen, das loswerden zu wollen. Ja, also wir spüren die Emotion, wir spüren den Stress oder wir spüren den Ärger und sagen, oh Gott, ich will jetzt aber nicht gestresst sein, ich will mich nicht ärgern, das muss weg sein. Und viele Menschen ärgern sich darüber, dass sie sich ärgern. So, und in dem Moment verstärkst du das natürlich wieder. Also die Grundlage der 90-Sekunden-Regel ist, dass wenn die Emotion kommt durch den Reiz, du hast dieses Gefühl von Stress oder von Ärger, dass du es erstmal einfach nur akzeptierst, dass es gerade da ist. Ja, du ärgerst dich. Ja, du fühlst dich gestresst. Und du gibst jetzt für 90 Sekunden keine weitere Reaktion auf dieses Gefühl. Das heißt, du schaltest praktisch ja, wie auf so eine Blaupause. Wie wenn du praktisch Oropax hier reinmachst und einfach mal so auf die Pause drückst. Ja? Wie bei einem Film sozusagen, wenn du auf die Stopptaste drückst oder auf die Pausetaste und wupp, auf einmal bleibt alles so stehen. Und in dem Moment gibt es keinen weiteren Ton, keine weitere Bewegung, kein gar nichts. Und genau das ist dieser entscheidende Faktor. Wenn der Reiz kommt und die Emotion in dir hochkocht, dann bleibst du für 90 Sekunden in der absoluten Neutralität. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, aber es ist doch deutlich einfacher, das zu lernen, als zu lernen, über Wochen oder Tage oder Stunden dich mit irgendeinem Thema frustriert und verärgert oder gestresst auseinanderzusetzen. Also nochmal, die wichtigste Regel bei der 90-Sekunden-Regel ist keine weitere Reaktion auf den Reiz. Nein, auch kein Zurückattackieren auf den Menschen, der dir jetzt gerade was gesagt hat. Keine Schlagfertigkeit in dem Sinne. Das hätte noch Zeit irgendwann. Das kannst du machen. Du darfst dich auch irgendwann mal wehren, natürlich. Du darfst auch dich verteidigen, ja klar. Du darfst auch Nein sagen, deine Rechte einfordern, alles gut. Aber nicht innerhalb der 90 Sekunden, denn diese 90 Sekunden sind nicht für den anderen, der den Reiz ausgelöst hat, sondern sie sind für dich. Diese 90 Sekunden nimmst du dir wie eine Oase, wie eine, ja, wie so eine Käseglocke, die man über sich stülpt. Und in diesen 90 Sekunden gibst du deinem Körper und deinem Geist Zeit, diesen Reiz zu verarbeiten. Weil wir eben aus dieser Studie von Dr. Jill Taylor wissen, dass der Körper die Möglichkeit hat, jede Art von diesen negativen Gefühlen innerhalb von 90 Sekunden zu regulieren. Gehirnforscher sagen dazu immer oder Biochemiker sagen dazu immer, jeder Stoff im Körper verbraucht sich. Das heißt, diese Stoffe, die in dir auftreten durch die Gefühle, zum Beispiel Adrenalin oder Cortisol, diese Stoffe verbrauchen sich auch wieder, die werden wieder ausbalanciert sozusagen. Aber nur dann, wenn du das Gefühl nicht weiter verstärkst und der Körper nicht denkt, okay, ich muss immer noch weiter Adrenalin und Cortisol produzieren, es geht immer noch weiter. Also 90 Sekunden, keine Reaktion. Das ist der entscheidende Punkt. Und der zweite Technikaspekt dabei ist, du gibst keine Position, keine Reaktion drauf und du gehst in dieser Zeit in die Beobachterposition. Das ist der entscheidende Schritt jetzt auch dabei. Das heißt, es geht nicht einfach nur dort zu sitzen und nichts zu tun, weil ich meine, du hast ja die Gefühle, du hast ja deine Gedanken und denk mal 10 Sekunden nichts, das ist schon ganz schön schwierig. Okay? Die Aufgabe, die du deinem Kopf gibst in dieser Zeit, anstatt jetzt zu schimpfen, zu meckern oder sich zu ärgern, ist, du gehst in die Beobachterposition
und versuchst dich von außen zu beobachten, wie dein Körper gerade da sitzt und vielleicht gerade sich ärgert oder gerade im Stress ist und wie alles um dich herum hektisch ist und so weiter. Du versuchst also wie so ein kleiner Vogel über dir zu schweben in deiner Vorstellung mental und dich einfach zu beobachten. Das nennt man in der Psychologie die sogenannte Dissoziation. Das heißt, du trennst dich sozusagen von deinem Körper und von deinem Ärger und von deinen Gefühlen, denn die Gefühle sind in deinem Körper, okay? Und du gehst in diese Beobachterposition und merkst auf einmal, oh, okay, ich bin gar nicht meine Emotion, ich bin gar nicht mein Körper. Das heißt, du kriegst einen Raum zwischen dem Beobachter, deinem Geist, und den Gefühlen. Das heißt, du dissoziierst es, du trennst es und in dem Moment kann der Körper deutlich leichter diesen emotionalen Prozess verarbeiten. Okay? Also das ist die Grundregel. 90 Sekunden lang keine weitere Reaktion und in die Beobachterposition gehen. Für 90 Sekunden beobachtest du dich einfach selbst, wie du da sitzt oder was du gerade tust. Und du beobachtest dich auch in der Stille und einfach im Nichtstun, okay? Und dieses Beobachten, das muss man ein bisschen trainieren tatsächlich, aber du wirst sehen, mit jedem Mal geht es leichter und du wirst feststellen, oh, okay, da passiert auch was mit meinen Gefühlen und mit meinen Emotionen. Mich würde mega wirklich dein Feedback dazu interessieren. Ich habe das persönlich immer bisher nur für mich gemacht. Ich habe das noch nie mit anderen Leuten gemacht. Deswegen würde mich riesig interessieren, wenn du gerade ein Thema hast, wo du gestresst bist oder dich ärgerst drüber oder gefrustet bist, wenn du diese Technik jetzt mal anwendest, vielleicht so ein paar Mal, was erfährst du damit? Hat das für dich funktioniert? Was hat gut funktioniert? Was hat dich überrascht? Was war vielleicht auch noch schwierig? Also lass uns hier in den Austausch gehen und schreib mir deine Erfahrungen bitte mal als Rückmeldung in die Kommentare unten rein, damit ich auch ein bisschen weiß, wie es euch damit geht und euch vielleicht auch nochmal einen weiteren Tipp dazu geben kann. Okay? Wichtigster Abschluss nochmal dazu. Wenn negative Gefühle wie Stress und Ärger und Wut kommen, versuche nicht, diese Gefühle zu unterbrechen und wegzuschieben, sondern es geht nicht darum, es loszuwerden, das Gefühl, sondern es geht darum, durch die Beobachterposition die ständige Verstärkung, die wir eigentlich normal betreiben, zu unterbrechen. Das heißt, es geht nicht darum, dass du was loswerden musst, denn ums Loswerden musst du dich nicht kümmern. Dein Körper macht es selbst nach 90 Sekunden. Du musst die Verstärkung unterbrechen. Du musst aufhören zu verstärken. Den Rest erledigt dein Körper und dein Geist. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Ich freue mich auf deine Kommentare und wenn dir das Video geholfen hat oder du jemand kennst, der gerade gestresst ist und sich manchmal ärgert oder wütend ist, dem diese 90-Sekunden-Technik helfen könnte, leite dieses Video bitte an diese Personen weiter, um ihnen zu helfen. Ich danke dir dafür und freue mich aufs nächste Mal und vor allem jetzt auf deine Kommentare. Ciao, ciao, mach's gut, dein Steffen Kirchner.